Corgan. Maya, get me out of here. How? I don't know. The guards never leave and I have nothing to fight them with. Ah, wie schön das... Ah, ich hab doch gewusst, dass wir noch was haben. Nehmen wir doch das hier. Und schmeißen dem sein Schwert über den Zaun. Heads up. Thanks. Maybe now I can fight my way out of here. Ja, dann probieren wir das doch gleich. Who did you capture? An enemy spy. What are you gonna do with him? Execution. Yeah, well, why don't do it now? The scum killed my family. Well, there's nothing stopping us. Yeah, the brass already interrogated him anyway. Let's do it. Oh, 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 Leute. Zack. Und da haben wir sie. So, das gefällt mir doch schon sehr viel besser. Auch wenn der jetzt hier anfängt, hier mit Napalm um sich zu schießen. Der kann uns, glaube ich, nicht leiden. So, aber... So, und nochmal dasselbe von der anderen Seite. Okay, nach zwei Schüssen sind die hinüber. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Und das Geld, was wir hier jetzt bekommen werden, dürfte dann auch reichen, um nochmal ein bisschen Ausrüstung zu kaufen. Ach ja, das ist doch jetzt richtig angenehm. We have to get to the capital of Ankara. There's a war on. These people aren't going to help us now. We should return to Shell 3 and cut our losses. I'm not so sure. I think that the Chosen may have something to do with this. Okay, hier können wir was mitnehmen. Ah, Brot, Wurzeln, Chorrune. Sehr schön. Da auch? Nee, da gibt's nichts mehr. Und da hinten ein paar geheime Welteroberungspläne finden. Nö. Da ist auch nichts mehr. Gut. Was sagt der Kontostand? Der ist immer noch zu niedrig. Was hat... Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst nochmal pennen. Und dann gucken wir mal, ob wir für den Corgan noch ein bisschen Ausrüstung kriegen können. Und ja, dann einfach von hier aus aufs Bett klicken und dann einen gemütlichen Hechtsprung reinmachen. Jawohl. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal raus. Gucken mal, was wir für den Corgan noch bekommen können an Ausrüstung. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Weil ich glaube, da mit dem im Gepäck fühle ich mich da hinten schon sehr viel sicherer. Can I interest you in anything? Ja, mal gucken, was du so hast. Der hat nur eine Wrench, ein Schraubenschlüssel, aber keine Ahnung für was. Was hat er denn equipped? Ah, der hat noch gar kein Medium Sword. Das ist kein mittleres Schwert. Der hat nur jetzt nur das, genau, der hat das kurze und jetzt könnte man ihm das mittlere kaufen. Von 125 auf 140. Oh, das wird sich echt lohnen, Leute. Das machen wir auch. Kann ich das jetzt hier nicht irgendwie de-equippen? Ach Moment, wir haben noch die Engine haben wir noch, genau. Can I interest you in anything? Wir haben doch noch die Medium Engine. Genau.
So, und wenn wir die jetzt nämlich verkaufen... Ach, verdammt. Can I interest you? Ja, komm, mach hinne. Dann müsste es doch reichen für das Schwert. Genau, dann kriegen wir jetzt nämlich schon mal genug Geld für das Medium-Schwert. Und wenn wir das jetzt dem Korgen da mal in die Hand geben, sieht die Welt schon sehr viel angenehmer aus. So, okay. Für mehr reicht unsere Ausrüstung im Moment eh nicht, aber ich denke mal, damit können wir schon mal ordentlich ein paar Kopfnüsse verteilen. So macht das auch schon sehr viel mehr Spaß gleich. Ich bin da ja vorhin da oben hier fast, nicht nur verreckt, sondern... Oh, ich habe da ja ein halbes Kind gekriegt da unterwegs. So, jetzt sieht die Sache schon wieder ganz anders aus mit euch beiden hier. Jetzt sind wir nämlich 2 gegen 2, ein bisschen fairer. So, mal gucken... Och, Mann. Der ist verdampft flink hier, aber der macht jetzt gleich nichts mehr. Treffen? Jetzt hat er schon ein neues Schwert gekriegt, dann soll er bitte auch treffen, wenn es geht. Oh Gott, jetzt kriegen die noch Speed-Bonus. Ist das herrlich. Wenigstens stehen wir weit genug auseinander. Und die Maya darf sich gleich schon den... So, der ist schon mal tot, das ist gut. Aber die Maya darf sich jetzt gleich schon mal das erste Brot schnappen. Weil, ich glaube, ich kann die Brote inzwischen schon vergessen. Das bringt mir nur noch was für so nach dem Kampf mich wieder hochzuheilen, weil das hier, das macht so viel Schaden. Das kann ich getrost in die Tonne kloppen. Wenn der das 2-mal macht, genau, dann kann ich gleich schon das nächste Brot schlucken. Das lohnt sich hinten und vorne nicht. Dann und du nochmal und dann war's das. Jawoll, ja. Sehr viel angenehmer hier. So, das waren glaube ich 3, genau. Upsie. Okay, wenn wir jetzt wieder pro Runde einen da wegbekommen, wäre natürlich höchst angenehm. Jetzt ist aber mal gut langsam. Wie viel Agilität haben die denn? Das ist ja Wahnsinn. So, da waren es nur noch 2. Faire Sache. So, die Maya verpasst dem jetzt erstmal wieder ein Brot. Einfach nur, weil wir es können. Und dann lassen wir uns wieder aufladen in Ruhe. Trink nebenbei. Stimme ölen. Sag mal, jetzt ist aber mal gut hier. Eieieiei. Die müssen wir einfach mal one-hitten irgendwie, aber... So, komm. Einmal du noch. Tot ist er. Sehr gut. Ich denke aber, ein 3er und ein 2er müsste eigentlich... Ui, fast auch tun. Vorausgesetzt, der Korgen trifft jetzt.
Ja, das tut er. Wenn die Maya jetzt auch noch trifft, könnte es klappen. Ja, es tut. Schwein gehabt. So, Items. So, die Maya schluckt jetzt mal noch 2 Brote. Und dann schauen wir mal, wo es hier rausgeht. Hundipundi. Toll. Aber wenigstens nur ein Hundipundi und nicht noch irgendjemand anders mit dabei. Ach, Mann. Ach, der Schaden, das ist ja unglaublich. So, und wir nochmal drauf. Juhu, Maya auf Level 9. Ach, wie ist das schön. So, dann müssen wir hier wahrscheinlich die Rampe hoch. Maya, da oben lang bitte. Und jetzt über die Brücke. Danke. Ach, jemine. Ich habe die Probleme. Irgendwie geht das mit diesen Spielen hier nicht so richtig. Das Problem habe ich in Baphomets Fluch 4. Das Problem habe ich in Diablo stellenweise. Da habe ich ja auch so meine Stellen gehabt, wo ich... gezielt geworfen. Ja, wo ich dann einfach auch dann in bestimmte Areale einfach nicht rein konnte, weil ich irgendwie meinen Charakter nicht dazu bewegen konnte, die Zauberin da ihren Hintern dahin zu bewegen. Das ist ja... naja. Und ich habe mir ja überlegt, wenn Septerra Core durch ist, will ich ja auch noch irgendwann Torchlight Let's Playen. Na, toll, großes Kino. Ja, Torchlight soll ja auch noch kommen. Das ist ja auch wieder nichts anderes als genau diese Art von Hack and Slay. Wie Diablo, aber wir gucken mal. Das wird schon irgendwie klappen. Ich mache mir da jetzt auch nicht die großen Gedanken drum. Das sag mal, die haben es aber alle gegen die Maya heute. Und der ist gerade auch nochmal. Jawohl, immer feste drauf. So. Ich bin da zu spät. Da bin ich nur noch am Brot einschmeißen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, der ging daneben. Aber der müsste reichen jetzt. Und da fiel er schon um. Noch bevor der zweite Schlag da war. So. Die kriegt jetzt noch ein Brot. Da unten sind noch Roboter. Oh Gott, noch mehr von der Sorte. Okay, okay, okay. Das ist aber auch cool. Man sieht dann die Hülsen hier sogar wegfliegen. Ist schon cool gemacht da in dem Spiel. Also die haben echt viel Liebe zum Detail. Auch die Schatten, das war damals ja alles nicht so selbstverständlich, dass dann da die Schatten dann noch aufleuchten, wenn geschossen wird. Also das muss man dem Spiel wirklich lassen. Das gefällt mir ja... Was macht der da? Hey! Also man kann es auch übertreiben, Kumpel. So, Attacke. Wollte gerade schon sagen, aus der Entfernung müsste doch eigentlich treffen. Oh, und danach kann ich wieder eine Runde Brot spendieren. Ach, wie ist das schön. So, und du bist jetzt hoffentlich Moos, wenn wir beide treffen. Ich hab's noch gesagt. Na, wenigstens hat die Maya getroffen. Ey, jetzt weiß man mal halblang hier. Eieieiei. So. Zwei Kleine müssen es eigentlich auch tun. Korgen? Wie wär's mal mit Zielwasser? So zur Abwechslung. So. Ein Brot haben wir bekommen.
Naja. So, hier geht's wieder. Hier geht's zu einer Brücke. Wieso gefällt mir das hier nicht? Ja, genau aus diesem Grund wahrscheinlich. Oh, und die machen ja direkt ernst, so wie es ausschaut. Oh, Napalm, jawoll. Da kommt Freude auf, da kommt so richtig Freude auf. Oh, aber mit einem Schuss weg, das ist doch mal herrlich. Und der auch. Oh, ja, so habe ich es doch gern. Okay, da ist jetzt einer rot und einer ist grün. Auch interessant. Okay. So, dann nimmst du mal den hier. Bitte auch wieder One-Hit. Ja, nein, mit der Maya wollte ich noch ein Momentchen warten. Nämlich genau so lange, bis hier alles voll ist. Okay, der scheint ein bisschen mehr zu fressen, so wie es aussieht. Und der scheint auch gut auszuteilen. Und die Maya sollte vielleicht mal ein Brot futtern. Während der Korgen sich ein bisschen weiter auflädt hier. So, und jetzt hier... Ja, so ist doch schön. Es sind hier wieder irgendwelche Dinge passiert, die ich nicht gesehen habe. Muss ich ja immer dazu sagen, wenn sowas... Toll!